Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer Diego. Ja, ich will nur mal ganz kurz das neue Aufnahmeprogramm probieren, nein, das alte geupdatete Aufnahmeprogramm, weil ich konnte hier keine Let's Plays mehr aufnehmen. Ja, irgendwie wollte ihr das mit den Grafikviechern dann nicht haben. Ich muss mal kurz gucken. Ja, also laut Dings hat er ein Bild. Video wird aufgenommen, ja, Mikrofon wird auch aufgenommen. Ja. Spiel wird geladen, ja. So. Ich hatte hier letzte Mal auch üble Frame Drops. Das ist besser geworden, okay. Framedrops haben wir keine. Ja, Altenstein, ne? Ich muss Mist fahren immer noch. Darum geht's aber gar nicht. Es geht darum, dass ich aus irgendeinem Grund... Was ist denn, Schweinerennen hier, oder? Es geht darum, dass ich irgendwie mit diesem Aufnahmeprogramm nicht aufnehmen kann. Was seid ihr so schnell? Das Schwein hebt voll ab hier. Geilomat. Auch ganz witzig, aufzunehmen... ohne den Kopfhörer aufzuhaben, ne? Ihr habt doch jetzt voll die Rückkopplung, oder? Soll ich einfach mal eine Viertelstunde aufnehmen? Und das dann hochladen? Anhänger, ja, zum Thema Anhänger kommt heute was Neues. Ich weiß nur nicht, ob ich jetzt schon... erstmal kommt was Altes, nämlich Mistfahren. Sag mal, sieht man auch mit diesem wahnsinnigen Programm, wie lange ich schon aufnehme? Nö. Wozu denn auch? Ich muss einmal kurz. Mal kurz gucken. Wo sieht man das denn? Ah, da! Oh, ganz groß. Okay. Wenn die Vorschau aus ist, geht's. Hier. Okay. 2 Minuten. Das wird das kürzeste Altenstein-Video ever. Also, wenn das was wird, lade ich das wirklich hoch, ne? Nur um Unterschied zu verköstigen, quasi. Mal gucken. Boah, wir müssen hier mal mit dem Dolz ein bisschen aufpassen. Ich glaube, da hinten bin ich noch nicht fertig mit Dreschen. Ich muss auch noch das Feld verdreschen. Hier habe ich wieder großzügig gestreut. Mister, ich bin faul und lasse den Streuer laufen beim Wenden. Schande über mein Haupt. Ach, guck, jetzt muss der da auch noch weg, ey. Mach mal hier das Hugo an. Oh, das Hugo ist leider die Marie geworden. Ist aber nicht so schlimm, ne? Die Gute. Guckt aber ein bisschen angestrengt, die Dame, aber die hat's voll drauf. So, du bist auch ready to go. Wenn ich dich anmache natürlich, sonst nicht. So. Auf dem einen die Marie, auf dem anderen die Rita. Also bei Diego läuft's, ne? Bei Diego auf der Map läuft's. Vollen Gorn-Dank hat er, sagt er. Ist doch nicht schlimm. Wir haben hier einen leeren Anhänger. Ja. Und der muss eh... Ha, oh, ach so. Auf der zweite ist leer. Ich wollte gerade sagen, boah, ist der leer. 91%. Aber wir haben den zweiten auch noch hinten dran hängen. Der zweite ist leer. Ja, ja, ich will hoffen, dass ich diese Anhänger heute loswerde. Die werde ich dann auch direkt löschen. Ich werde das ganze Package danach nicht mehr benutzen. Wenn das klappt, was ich vorhabe. Bist du jetzt echt voll geworden? Du hast nicht mal die Reihe bis zum Ende geschafft, mein Freund. Eieieiei. Ich glaube, die neuen Anhänger gibt es in diesem Video noch nicht. Wenn ich das richtig sehe. Und jetzt warte bitte, bis ich den Anhänger gewechselt habe. Und drisch nicht wieder los wie so ein Wildschwein. Bist du eigentlich mein Thumbnail? Nur für den Fall, dass das was wird hier? Ich druck das mal. Ich weiß ja nicht, ob das Video was wird, ne? Ich hab da keine Ahnung nicht, ne? Wir haben auf jeden Fall was gemacht. Und wie der Sound wohl ist. Also wie gesagt, ich habe keinen Kopfhörer auf. Wir haben direkt schlechtes Gewissen, ne? Jetzt ballern mir die Boxen in das Mikro. Das gibt doch voll die Rückkopplung, ne? Aber man hört mich ja nicht dabei. Vielleicht geht's dann, ne? Aber ihr habt den Sound ja jetzt doppelt quasi, ne? Ja, die Rita ist auch immer ziemlich lustig drauf, wenn das Wendemanöver beginnt, ja. So, guck, und wenn man beiden Anhängern dasselbe
Zeug drin hält, dann fasst er das Volumen quasi zusammen. Das ist auch eine sehr nette Geschichte. So ist mein Mischstreuer. Mein Mischstreuer ist ziemlich leer, sagt er. Was eigentlich kein Problem ist. Wir haben noch genug von dem Zeug. Wir machen hier einen U-Turn. Und besorgen uns noch was von dem Stuff. Das ist jetzt nicht so schlimm. Ne? Ja, und dann geht die große Pflügerei los. Eigentlich müsste hier... sobald das Feld abgeerntet ist. Sobald das Feld abgeerntet ist, geht er direkt ans Pflügen, ey. Also wir müssen machen, ne? Wir müssen machen, tun. Und wenn ich das richtig sehe, könnte ich auch langsam ein bisschen Geld gebrauchen. Ich habe viel Geld verloren durch diverse Mod-Tests. Ich hätte sogar ganz schön wenig Geld für meinen neuen Anhänger, ne? Aber das sehen wir dann ja. Wenn nicht, müssen wir mal gucken, ob wir noch vielleicht noch ein Tierchen wegtun. Auch wenn der Spielstand hier finanziell gesehen dramatisch erscheinen mag, so dramatisch ist das bei mir nicht, ne? Also, ich spiele nicht wirklich mit auf Geld, ne? Ich spiele eigentlich nur auf Spaß. Und ja, man kann das auch mal machen, dass man sich so eine Map... Boah, der ist aber laut, ne? Soll ich vielleicht doch den Kopfhörer reinstecken, YouTube? Ich habe echt Angst, dass das Video was geworden ist. So, ich habe jetzt mal den Kopfhörer reingesteckt. Weil der macht echt Lärm, hier, dieser Vogel. Wo ist denn hier? Ich habe immer Angst wegen Parallaxe. Ich habe hier schon des Öfteren mal ein Schüppchen voll daneben gesetzt. Ne? So ist es nicht. Na, ja, der ist gut laut. Ich bin froh, dass ich auf Kopfhörer gegangen bin. Ich habe den Mischstreuer nicht gut platziert. Oh, ich hatte gestern das Tierchen gestartet hier. Da hatte ich 20 Frames, ey. Komplett, ne? Herzklappenabriss gehabt, alles, ne? Ich denke, das darf nicht wahr sein, was ist hier, ne? War so ein Windows-Update, hat meinen Grafikkartentreiber leider mit ins Grab genommen. Und jetzt mit dem neuen Grafikkartentreiber sieht das Ganze wieder wesentlich entspannter aus hier. Auf Altstein, also nicht nur Altstein, ist egal, was ich gespielt habe, es war alles unterirdisch, ne? Ich muss furchtbar niesen. Oh. Das noch innerhalb dieses Videos? Nein, das machen wir nicht, oder? Nein. Obwohl, ich muss eben den Nieser wegatmen. So, es geht. Obwohl ich auf diesem Programm eine Mute-Funktion habe. Also ich könnte den Nieser jetzt wegknipsen, quasi. Wenn ich die Tastenkombination wüsste. Naja, ist egal. Also, so wichtig ist es nicht. Gib mal Schubrakete. Okay. Ja, der Helfer I. Das ist ein guter. Also, wenn wir den Helfer I nicht hätten mit seinem vollen Kontakt, dann wüsste ich auch teilweise nicht, ob mein Leben überhaupt noch einen Sinn ergibt. Ja? Aber so ist alles schön. Mach die Optik mal auf unendlich, damit ich sehe, was du hier vorhast. Kannst du? Ja. Die Esmeralda! Villa Lopez! Sei gegrüßt! Ist heute alles fest in Damenhand hier, unser Regiment. Wo ist denn mein Abfahrer? Hat es auch wieder genau bis da oben hingeschafft? Das ist ja genau schön, dass wir dann im nächsten Video den Anhänger kaufen können. So, drückt das mal hier bei. Das müsste ja ganz, ganz easy peasy da noch reinpassen. Und dann kann der Deutz auch endlich flügen. Ist ja auch was Schönes, oder? Sollen wir mal genau ein 10-Minuten-Video machen, YouTube? Nein, machen wir nicht. Wir machen 12. Oh. Ja, ich bin jetzt schon ein bisschen neugierig, ob das funktioniert oder nicht, ne? Ist jetzt nicht so, als wenn ich nicht neugierig wäre. Also in dem anderen, man hatte gar kein Bild dann, ne? Das war sehr lustig. So, komm jetzt. Gib Schub. Das Schöne ist, einmal hat es auch funktioniert und danach nie wieder. Es könnte sein, dass es hier eine einmalige Geschichte ist. Halten Sie mal an. Schöne Frau. So.
Was mache ich eigentlich mit dem IAC? Und warum fällt die Villa Lopez eigentlich nicht ins Wasser? Ich habe noch nie eine Wende gesehen. Die ist immer so schnell wieder oben hier. Mich würde mal interessieren, weil da unten hat es schon echt kritische Szenen gegeben. Und da ist auch schon mal einer dauerhaft vom Schlepper abgestiegen. Und hat gesagt, ich werde jetzt Bademeister. Ja. Das kann ich jetzt leider hier aus diesem Winkel hier nicht überprüfen. Und die Villa Lopez bleibt natürlich wieder hier oben stehen. Mit einem leeren Streuer voll. Jetzt gibt's Haue. Jetzt gibt's... Oh, nee, doch nicht. Ich dachte schon. Die eine hat sich schon die Haare nach hinten gebunden. Die andere macht sich ihre aufgeklebten Fingernägel ab. Aber ist alles gut. Ist nichts passiert, YouTube. Ist nichts passiert. Tja. Sehe ich wieder keine Wände. Beim nächsten, bei der nächsten Beladung... Komm her. Da bleiben wir mal drauf sitzen. Also, nicht bei der Beladung, sondern nach dem drauf losfahren, quasi. Und dann will ich mir mal angucken, wie weit die guten Damen ins Wasser reinfahren. Wie nennen wir das Video? Neues Aufnahmeprogramm? Nee, ist ja ein altes. Oh, ich habe teilweise sogar hier Pegel. Uiuiui. Das ist ja richtig nice geworden. Leider habe ich nicht immer einen Pegel, das macht mir ein bisschen Angst. Oh, nur ein bisschen. Ich bin ja nicht so ein Ängstlicher, ne? So, jetzt fahren wir mal von hier. Wir schleichen uns diesmal von dieser Seite an den Mist ran. Schön, dass er die Ecke da abgeschnitten hat, sonst wäre ich jetzt voll gegen die Mauer gefahren. Und hier machen wir auch einen ganz großen Bogen. So, noch größer. Ah, reicht das? Ich will ihm auch nicht ins Gewicht knallen. So. Und wir stehen genauso scheiße wie eben auch. Bisschen besser, ne? So ist nice. Bleib mal so stehen. Halt, stopp. Bleib stehen. Geh rüber. Enter die Arena. Riemen auf die Orgel und Vollgas. Oh, ho, 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 ho. So. Alter. Der geht aber zu Werk hier, ne? So. Halt, stopp, zurück. Entladen. Ist nicht dein Gerät oder was? Aha. Das ist ein Fiederporst. Du hast die Arbeit erfolgreich beendet. Du hast da garantiert Angst gehabt vom Baum und das mitten im Feld umgedreht. Ich kenne dich doch. Mein Schlosser wird wieder sagen, ich erkenne meine Schweine am Gang. Der Alte hat immer gesagt, ich kenne sie, als wenn ich sie selber gemacht hätte. Finde ich auch schön. So, war es das schon wieder? Ich habe die Schippe ein bisschen größer gemacht, damit das schneller geht, YouTube. Wir wollen ja fertig werden. Der Kramer hat Abschaltautomatik. Ja, der geht gleich automatisch aus. Das ist so, wie mit dem Licht, ne? Kennt ihr das bei den neuen Autos, ne? Könnt ihr auch Auto abschließen, lauft ihr weg und irgendwann geht das Licht aus, ne? Ja, ja. Ist wunderbar. Ich bin auch schon mal 3 Wochen im Urlaub gewesen, habe das Licht angelassen und sich wieder kam, war es auch aus. Hm. Birne kaputt. So ist das. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie der wendet hier. Und was hat denn unser Marie? Unser Marie hat euch das ganze Feld abgeerntet, oder? Marie! Und weg, weißt du? Die bleibt ja nicht mal sitzen und wartet, ne? Dass man sich bedanken kann oder sowas. Nö, weg. Abgeerntet, weg. Ist total geil. So, halten Sie an. Und fahren Sie mal einmal bitte bis hinten hin. Und ach, dann ist das Video auch schon wieder 15 Minuten lang geworden. Was ist, haben wir nicht. Wir sind knapp an der Grenze. Was sehr schade ist, wir haben eigentlich genug Naturdünger. Wir brauchen gar nicht so knauserig sein. Ich will jetzt noch einmal wissen, ob das Viech ins Wasser fällt. Wer fährt der denn? Norbert oder was? Noi, altes Holzfällerhemd. Wie geht's dir? Alles gut? Ja, jetzt sind wir gespannt. Warst du nicht früher mal Bademeister? Mal gucken hier. Schöner Sound. Ich liebe dieses... Ah.
Und? Oh. Alter Verwalter, ist das knapp. Ich wusste gar nicht, dass unser Nobby so lange die Luft anhalten kann. Der war ja komplett weg. Alter Verwalter. Ja, das war das kleine Testvideo mit dem anderen Aufnahmeprogramm. Diego ist draußen. Habt euch lieb.